So, meine lieben FIFA-Freunde, liebe Ultimate Team-Fans, darf euch herzlich willkommen heißen hier zur nächsten Folge im Ultimate Team. Wir machen ja die Kagawa Road to Glory und ich denke mal, heute suchen wir uns den ersten Gegner. Ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt schon bereit sind. Ihr seht, ich habe noch kein Spiel gemacht. Natürlich ein paar Testmatches offscreen und auch das erste Testspiel, was den VfL Bochum angeht in der Saisonvorbereitung. Aber hier noch gar nichts. Ich zeige euch mal kurz die Mannschaft, mit der wir dann anfangen werden. Die sieht so aus. Ich habe mir jetzt überlegt, für den Start, dass wir das einfach mal stehen lassen. Also die wir haben aus den Packs, dass wir mit denen anfangen. Und je nachdem, wenn wir ein bisschen mehr Münzen bekommen, wir haben momentan 11.660, was ja nicht so die Masse ist. Wenn das ein bisschen gestiegen ist, dann können wir da eher überlegen, als wenn man jetzt die Hälfte der Mannschaft umbaut und dann passt es nicht und dann musst du Verträge kaufen. Das kennt er ja auch alles. Und daher würde ich sagen, schicken wir die doch mal rein mit Kagawa natürlich dabei, mit Karim Benzema, den wir gezogen haben in der letzten Folge, der jetzt da vorne rechts im Sturm steht. Und wir haben noch ein Pack, was wir aufmachen können. Zeige ich euch kurz. Das sieht nämlich so aus. Wieder dieses wöchentliche von den 40, die bei der Ultimate Team Edition dabei gewesen sind. Vielleicht ist da ja wieder sowas Schönes drin, wie Kagawa in Form oder auch Benzema. Das werden wir gleich sehen. Und natürlich auch noch die Frage, wen soll man uns denn ausleihen? Die Frage haben wir immer noch. Und das ist mit Sicherheit auch interessant. Neuer würde eben schön passen für die Bundesliga eventuell. Kagawa in der Richtung. Gucken wir alles. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Gegner. Ich hoffe nicht, dass es eine absolute Granate wird, weil sonst wird es peinlich. Ich fühle mich noch so ein bisschen fremd in diesem Spiel. So, da nochmal alles in groß. Und dann starten wir rein und ich melde mich, sobald ich einen Gegner habe. So Leute, würde sagen, Mission erfolgreich. Die sieht auch noch nicht so überragend aus, diese Mannschaft. Paris AC, eine 76, Chemie 66 und ja, Batshuayi vorne drin. Max Meyer sehe ich da, den Schalker auf der Zentrale. Hinten mit Thomas Vermaelen, hat einen guten Innenverteidiger. Alderweireld habe ich auch gesehen. Den Ex-Spieler von Atletico. Ich denke mal, das können wir alles überspringen. Und dann sind wir schon da. In dieser ersten Partie. Ich würde sagen, wir gehen das ganze Ding mal ein bisschen locker an. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung davon. Das ist, Gottes Willen, was ein Name. Skerje. Der Norweger auf der rechten Seite. Kagawa hat da erstmal die erste Aktion. Verliert den Ball. So, das ist Ubinja. Also ein paar von den Jungs, die waren im Starter-Set drin. Andere eben, wie erwähnt, die wir später im Pack hatten. Na, sowas darf nicht passieren. Ihr merkt auch schon, dass der Kollege scheinbar schon ein bisschen mehr gespielt hat als wir. Klasse Ding. Klasse Ding, da ist er sofort, der kleine Japaner. Geht sofort durch. Benzema vorne. Und der kann das irgendwie klären. Da hat er irgendwie noch einen Fuß zwischenbekommen. Auch hier. Ich denke mal, wir gehen am Anfang ein bisschen defensiver rein. Klasse. Von Bonera dann wieder. Ja, die Frage ist, wieder gefoult, wieder nicht gefoult. Lässt sich nicht wirklich beantworten. Schiedsrichter hat es auf jeden Fall anders gesehen. Also ich würde es ganz gerne auch hier im Ultimate Team so machen, dass ich nicht schneide. Da ist Benzema. Jetzt ist er durch. Legt sich den Ball aber ein bisschen zu weit vor. Und so kommt der Torwart da dran. Schade. Schade, hätte ich nutzen können. Das wäre das erste Tor gewesen. Das ist immer so ganz speziell, ne? Wer macht das erste Tor für dich? Im Ultimate Team. So, Achtung da unten. Sehr gut. Von Navarro, vom Spanier. Gute Grätsche. Und jetzt wieder lang. Vorne ist wieder Kagawa gestartet. Ah, die Verteidiger stehen ziemlich gut da hinten. Vom Gegner. Schon mal begeistert, dass wir nicht hinten liegen. So für... Oh... Alter Schwede, das wäre eine Chance gewesen, wenn ich das früh genug gemerkt hätte, dass der da sich mal schön lang legt. Hätte man es nutzen können. Hätte, wäre, wenn es im Fußball mal so schön. Das bringt im Prinzip nichts. So, jetzt Achtung. Der schießt einfach mal. Ach du dickes Ei. Der schießt einfach mal aus gefühlten 75 Metern aufs Tor. Trifft er die Latte. Also, da haben wir ordentlich Glück gehabt. Da haben wir wirklich ordentlich Glück gehabt. Also ich hatte ja schon
jetzt mit Bedacht ein paar Tage gewartet, nächster Distanzschuss. Ein paar Tage gewartet, dass eben nicht die ganzen Pro-Gamer jetzt hier noch in Liga 10 rumrennen. Und mir da die Grenzen zeigen. Sondern sind ja schon ein paar Tage her. Ne? Das ist jetzt fast eine Woche, seitdem das Spiel raus ist. Dementsprechend sollte eigentlich auch alles jetzt in seinen Bahnen sein, wie ich das gerne mal nennen möchte. So, den müssen wir haben, sonst wird's hässlich. Benzema, der ist sowas von schnell. Benzema! Ja, zumindest der erste Schuss mal aufs Tor. Den wir haben, das kann man mit Sicherheit besser machen. Ballverlust. Nicht so günstig. Und auch der. Den hat man mit Sicherheit schon besser gesehen. Das hat nicht viel mit Profi zu tun. Wenn man den Ball so herschenkt. Den müssen wir haben. Den haben wir. Kagawa, super gespielt. Auf Ubinya. Vorne ist wieder Benzema gestartet. Ist er schnell genug? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, wen der da außen hat. Der geht ja ab wie Schmitz Katze. Und Benzema ist schon nicht langsam. Ne? Der hat Mitte 80 Tempo. Aber sieht doch ganz gut aus. Also ich meine, klar hat der mehr Spielanteile. Das habe ich auch vor dem Spiel mir so vorgestellt. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Es sei denn, wir hätten hier die absolute Oberpflaume bekommen. Dann, oh, jetzt giftig sein da hinten. Giftig sein, Kagawa. Ja, du bist ein Inform. Jetzt wird's hässlich. Er ist noch nicht wirklich stark im Abschluss. Das habe ich jetzt auch im Karrieremodus gemerkt, dass man da anscheinend ein bisschen ja, genauer sein muss. Ja, da geht nicht mehr jeder Ball rein, wenn du einfach nur stumpf auf die Schusstaste klopfst vom Abschluss. So, Ball in die Mitte. Der ist jetzt mal unten durch. Kagawa. Kagawa immer noch. Schusstäuschung klappt leider nicht. Da wollte ich vorbeigehen. Das wäre so eine klassische Methode gewesen. Einfach mal Holzhammer und durch. Ballverlust. Na, der wird jetzt super reingechippt. Torwart, komm! Tja. Wer ist es? Keine Ahnung. Origi. Der hat ja auch für Belgien mitgespielt bei der Weltmeisterschaft. Nee, da steht die Abwehr viel zu weit vorne. Ne? Der bleibt einfach stehen. Der bleibt einfach stehen, hat keinen Bock mehr. Und da haben wir es. Also jetzt sollten wir wieder ein bisschen ausgeglichener spielen. Und mal nach vorne kommen. Das finde ich ganz schön. Ja, er ist natürlich ein riesen Schwachpunkt, der Spieler. Jetzt habe ich keinen Frosch im Hals. Der Spieler, rechten Verteidigerposition. Der hat hier ist ja Bronze. Die Qualität nicht wirklich vorhanden. Batshuayi, oh, der ist blöd abgefälscht. Jetzt kriegen wir keinen Stich mehr hier. Jetzt zahle ich wirklich Lehrgeld und da haben wir Glück, dass der den Kopfball eben so schön an die Latte setzt. Ich hoffe, es geht jetzt wieder ein bisschen mit dem Frosch. Der soll irgendwo in den Teich. Da ist er besser aufgehoben. So nach dem Motto artgerechte Haltung. Da gehen wir nicht hin. Also man braucht schon irgendwo eine ordentliche Chemie. Zumindest ich. Ja, ein geübter FIFA-Spieler, der wirklich was drauf hat, der schafft es vielleicht auch so, aber da zähle ich nicht dazu. Kagawa wird wieder abgelaufen. Ich kann mich daran erinnern, dass der, glaube ich, auch einen niedrigen 80er-Wert hatte, was das Tempo angeht. Das ist aber nicht alles. Also die müssen auch dann beim Physics-Wert einigermaßen mitkommen, ansonsten wird es schwierig. Er versucht, den da zu blocken, macht er gut. Savic, den haben wir ja noch gezogen im Pack, ich glaube, das letzte, wo auch dann Karim Benzema drin war. Den war da oben sehen. Hat noch nicht wirklich viel zeigen können. Der Franzose, jetzt stiehlt er sich mal davon. Schön gemacht da am ersten vorbei. Jetzt den Chip, denn jetzt ist klasse. Jetzt ist klasse. Schieß, Lunge. Mach ihn. Erstes Tor. Und jetzt bin ich gespannt, wer es war. Ubinya. Wenn ich richtig gezählt habe. Das ist das Zusammenspiel der beiden Spanier. Super angenommen. Und dann, das sah so ein bisschen aus wie heute Ciro Immobile für Dortmund gegen den RSC Anderlecht. Zumindest von der Schusshaltung, da wo der Ball eingeschlagen ist. Borja Ubinya, super, knapp vor der Halbzeit. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist ein typischer FIFA-Zeitpunkt. Das war in FIFA 12 so, in 13 so und auch im neuen 15er. Den 14er nicht zu vergessen. So. Achtung, jetzt pfeift er jetzt nochmal einen Vorteil. Die Kollegen deiner, und das ist natürlich jetzt wieder ganz gefährlich da. Das sollte man den Raum erstens zumachen, wenn das nicht funktioniert. Zumindest irgendjemand nah am Mann stehen. Irgendjemand. So, Achtung, Torwart muss raus. Marchetti. Ein guter seines Fachs.
Und jetzt vielleicht nochmal eine Kontermöglichkeit. Nee, gibt er uns nicht mehr. Wir hätten nur Benzema vorne gehabt. Ja, mit einem 1-1 rein, das ist doch schon mal okay. Er wird es anders sehen. Er hat mehr vom Spiel. Er hat 7 Mal aufs Tor geschossen. 4 letztendlich, die wirklich auf den Kasten gingen. Und ich denke mal, von der Passgenauigkeit tun wir uns nicht viel. Ne? Da haben wir beide 83%. Das ist ja auch im Karrieremodus immer so eine, ja, so eine magische Grenze, wie ich es immer nennen will. Wo es dann ernst wird. Ich glaube, wir bleiben mal so stehen. Ich will jetzt hier nicht defensiv oder sowas agieren, sondern schon ein bisschen noch dagegen gehen. So, den müssen wir haben. Ich glaube, das wird so zu meinem Lieblingsspruch. Ach, du dickes Ei. Murmeln wir da hinten rum und machen ihm das leicht. Kagawa. Hat sich nicht richtig getraut. Das ist jetzt Benzema. Benzema im Duell mit dem Abwehrspieler. Ball wieder fort. Und ich kann die ruhig mal ein bisschen auf hohen Druck hier eichen, die Jungs. So, Mann, das war knapp. Das war knapp. Jetzt aufpassen. Schon wieder gefährlich da vorne. Sehr gut geklärt. Sehr gut geklärt und dann sowas. Ich hoffe nur, dass wir da irgendwie was lernen. Für die Zukunft. Dass man da hinten nicht klein-klein spielt. Das geht auch in diesem Teil nicht. Das war schon im 14er tödlich. So, ich glaube, ich klopfe das einfach mal nach vorne. Die Aufstellung, die ich jetzt gerade hier benutze, die ist für mich nicht unbedingt jetzt positiv. Also, wie soll ich euch das beschreiben? Das ist mir zu wenig über die Außen. Das ist mir zu zentriert. Ja, da ist in der Mitte ziemlich viel los, aber außen ist wenig. Und ich bin ja eher so ein, ja, doch ein Flügelspieler. Ach, du dickes Ei. Komm jetzt einfach mal weg. Geh sogar noch, der ist sogar noch gut. Guckt euch das mal an. Der kommt sogar an da hinten. Das ist wieder der Torschütze. Ubinha. Ubinha, super gemacht. Und da hinten ist Benzema. Benzema. Und der wäre fast drin gewesen. Großchance für den Franzosen. Da ist er zum ersten Mal groß im Bild. Ist auch, glaube ich, unser Captain. Super Kopfball. Da hat der Torwart alle Mühe, den noch drüber zu lenken. Und jetzt haben wir die Ecke. Ich versuche das mal wieder mit Torwart zustellen. Für diesen Eckstoß. Navarro führt aus. Hebt die Hand hinten. Ist gefährlich. Mal gucken, ob wir den Einwurf zumindest bekommen da. Genau das bekommen wir. Wir sind kurz vor der Stundenmarke. Und natürlich hat er immer noch mehr vom Spiel. Aber zumindest können wir einigermaßen jetzt mitmachen. Wenn wir die Fehler abstellen. Das ist Perez. Ah, Perez rennt sich fest. Und den Ball haben wir auch nicht. Jetzt geht er wieder nach innen. Jetzt geht er nach links, nach rechts. Also er versucht uns jetzt hier schwindelig zu spielen. Jetzt mit dem langen Ding. Oh Gott, ist der gut gespielt. War der gut gespielt. Und dann hat er das Pech, dass er den Ball nicht richtig trifft. Der Angreifer. Vorne haben wir jetzt ein bisschen Platz. Unten. Super jetzt. Super vorbei. Jetzt nach vorne. Nach vorne. Und da ist der Abwehrspieler. Leider Gottes früher am Ball. Stellt man sich ein bisschen bescheuert an in der Situation. Wenn man nur noch einen Gegenspieler hat, dann kann man da noch ein bisschen mehr draus machen. Kagawa. Kagawa. Jetzt vorne ist Benzema. Der ist im Abseits. Kommt wieder zurück. Er kann das klären und er pfeift es noch ab. Er wird sich jetzt ärgern. Jetzt hat er diesen blöden Freistoß am Hals. 63. Minute. Also ich, das ist jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, dass ich die Dinger jetzt hier nicht schneide. Das ist für mich einfach einfacher. Doppelt gemockelt. Sehr schön. Denn wenn ich das noch alles schneiden wollte, dann käme ich gar nicht mehr mit. Jetzt wird er den super gespielt. Denn jetzt sweatet. Dann haben wir ein Pech gehabt. Macht er nicht. Er versucht es sofort zu spielen. Jungs, wir müssen ein bisschen mehr tun. Von mir aus auch gerne mal auf Ballbesitz gehen. Ne, wenn du Ballbesitz hast, dann kann er nicht treffen. Dann kann er nicht treffen. Jetzt nach vorne. Achtung. Ach, guckt euch, wie frech der ist. Da spielt er den mit der Hacke da hinten. Spielt er den mit der Hacke. Kagawa, super Ball nach vorne. Haben wir den? Nee, haben wir nicht. Benzema setzt nochmal nach. Jetzt fängt er ja an mit dem Kurzpassspiel. Komme ich nie wirklich mit. Kagawa ist gestartet. Der ist vorne durch. Der ist durch. Der ist durch. Muss schießen. Er wird ja doch geblockt. Schiedsrichter. Schiri. Der geht nur auf den Mann. Der hat nur im Sinn, mich da zu blocken. Ball kommt nicht nach vorne. Benzema stand da. Jetzt scheinen wir es ein bisschen besser zu haben. Nachdem ich jetzt hier gesagt habe, wir wollen auf... Oh, Leute, Leute, Leute. Torwart lässt den Ball fallen. Wo ich gesagt habe, wir wollen hier auf Ballbesitz gehen. Da ging es auf einmal. Schießt mal, Leute. Nehmt euch einfach mal ein Herz, schießt einfach mal drauf. Das kann nicht schlecht sein. Wir haben gesehen, der Torwart ist nicht sicher. Der hat den fallen lassen. Den Ball eben. Jetzt zieht er das an hier. Das ist einfallsreich. Achtung, Ironie. Ja, ach, Junge, Junge.
Was pfeift er jetzt? Er kann doch mal so keinen Elfmeter pfeifen, da müsste Angerann kommen. Gibt für uns den Freistoß. Ich meine, wenn man schnell ein Spiel hat, kann man so ausnutzen. Klar. Was mache ich jetzt? Versuche ich ihn einfach mal lang zu spielen. Aber ich finde das immer so ein bisschen stumpf. Also wenn man einfach jetzt nur sich da einen pace-starken Spieler reinstellt, einfach mal läuft. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das ist natürlich dann umso besser gespielt hier. Das ist umso besser gespielt. Das ist ein Finesse-Shot, wie er im Buche steht. Habe ich auch gelesen, dass die noch ein bisschen buggy sein sollen. Ich hoffe, das patchen die raus. Dass die sehr einfach halt zu treffen sind. Jetzt mal schön hier im Doppel-Dreifach-Pass. Müssen wir unten mal versuchen, den mitzunehmen. Der Norweger ist natürlich lahm wie Socke, ne? Der ist langsam wie nur irgendwas. Super von Perez. Perez war ja auch bei der WM für Argentinien. Da kommt er nicht hin, der Karim Benzema. Ist natürlich auch seine Stärke. Der kann eigentlich alles. Das ist ein Allrounder vorne im Sturm. Auch sehr, sehr kopfballstark. So, Jungs. Klappt nicht so schlecht, wie ich finde. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen. Egal, wie das hier ausgeht. Also ich glaube schon, dass das ein ordentliches Spiel von uns war. So, den haben wir. Bin ich mir relativ sicher. Dann kloppen wir den nochmal vor. Da vorne ist nämlich einer. Da ist Benzema. Das macht er super. In die Mitte. Der bleibt hängen. Ich weiß nicht, wo er hinfliegt. Ganz, ganz krummes Ding. Den haben wir, hoffe ich. Ich habe meine Leute überschätzt. Achtung, 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 Achtung da hinten. Norweger, mach keinen Scheiß. Da kann ich doch auch deinen Trainer nicht mehr retten. Dein Landsmann. Super jetzt. Super dann nach vorne. Ja, sie wirken jetzt ein bisschen müde. Ein bisschen, ja, präzisionslos. Aber das soll nichts heißen. Das soll nichts heißen. Benzema ist vorne schon wieder gestartet. Benzema. Karim Benzema ist durch. Benzema mit der Schusstäuschung. Und der geht nicht rein. Leck die Ziege. Da geht der da außen noch am langen Pfosten vorbei. Ich denke mal, der hätte sich tot geärgert, wenn er jetzt hier das Gegentor kassiert hätte. Ist aber auch verständlich, denn mehr Möglichkeiten hatte er. Da sind wir uns einig. Kagawa. Kagawa wird ein bisschen gezogen. Deswegen kommt er da nicht wirklich dazu, den Ball hinterher zu jagen, der für ihn bestimmt war. Ich bin noch sehr im FIFA-14-Modus unterwegs. Ihr merkt es teilweise dann mit diesen hohen Chipbällen. Ich soll es eher tief spielen, so wie ich gelesen habe. So, was macht er jetzt? Er versucht es nochmal hinten rum. Leute, wir müssen draufgehen jetzt. Wir müssen versuchen, draufzugehen. Ansonsten macht er hier noch ein Tor. Nee, direkt macht keiner mehr ein Tor. Also, ein brüderliches 1:1 finde ich sehr, sehr okay. Muss ich wirklich zugeben. Einerseits glücklich, dass wir dieses 1:0 ausgleichen konnten. Glücklich auch, dass der Gegner nicht nachlegen konnte bei den vielen Möglichkeiten, die er noch gehabt hat. Also, Origi mit der Führung, Ubinha mit dem Ausgleich. Das hier feiere ich ja wirklich sehr, diese Geschichte. Zack, das war wirklich eine der großartigen Szenen der ersten Halbzeit. Diese Highlights, ne, mit diesen Balken jetzt, das hat so ein bisschen Kinoflair. Da ist es 1:0. Auch sehr schön nochmal mit den Fellengeräuschen im Hintergrund. Ich würde ganz gerne unser Tor nochmal sehen, weil das war auch wirklich super abgeschlossen. Hier, Latte Nummer 2. Nur das meine ich damit, dass wir Glück hatten. Hier, Benzema. Benzema legt auf seinen Kollegen. Jetzt guck, wie er den abschließt. Keine Chance für den Torwart. Jetzt müssen wir abwarten. Federico Marchetti, bester Mann, 8,5. Vorne Benzema als Kapitän, 7,4. Ubinha, der Torschütze, überragend mit der 8,4. Ihr merkt, wir haben noch Nachbesserungsbedarf hinten. Wenn sogar schon der Bronzespieler der beste Mann ist, ne, dann ist irgendwas fuck. Dann ist irgendwas schief. Beim Gegner natürlich nochmal gucken. Gonalon hinten drin war klasse mit einer 8,0. Seine Abwehr hat besser gepasst, zumindest überwiegend. Mal sehen, was bekommen wir denn hier. 615 Münzen für das erste Match. Das ist doch wirklich nicht schlecht. Ist auch schön, dass das jetzt hier so wirklich detailliert aufgelistet wird. Früher musste man das extra nochmal aufklappen, das wäre mir dann zu umständlich gewesen. Ja, ich habe den EASCFSC Münzenboost aktiviert, deswegen ist es so viel. Ansonsten 415 ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja, da sieht man das schon, ne? Der war deutlich besser. Der hatte mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Beim Passgenauigkeit ist er auch besser gewesen. Insgesamt in der zweiten Halbzeit wurde es fahriger, aber ist auch klar, ne? Die Spieler werden müder. Klare Geschichte. Wir haben den ersten Punkt geholt. Hier. Im Kampf um den Aufstieg aus Liga 10. Ich fand die damals auch schon nicht ohne diese Liga 10 in FIFA 14. Kam mir dann schwerer vor als 8, 9, 7 teilweise, ne? Aufgabe 5 von 18 erledigt. Wenn wir alle haben, dann bekommen wir noch ein Goldset. Stichwort Goldset. Das sehen wir da oben nochmal. Ja, geh zum Shop, kaufe für Münzen ein Set.
kaufe einen neuen Spieler auf dem Transfermarkt. Das werden wir alles natürlich im Laufe des Let's Play wieder machen. Die Elf des Tages wollte ich euch zeigen. Die ist nämlich wieder richtig klasse, was wir da für Spieler drin haben. Den Roman Bürki hinten drin. Ich glaube, in Freiburg weint keiner mehr Oliver Baumann hinterher, weil der hat jetzt schon ganz am Anfang der Saison gezeigt, dass er ein klasse Mann ist. Der Schweizer, der hier im Tor steht. Dann haben wir hinten Ogo in der Innenverteidigung aus der Bundesliga. Phil Jagielka, der ist auch nicht schlecht. Innenverteidiger von Everton. Also mein Lieblingsspiel natürlich in dieser Elf des Tages, das ist er hier, ne? Lionel Messi als 94er Mittelstürmer. Und vorne ist Carlos Tevez neben Edin Dzeko. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, dass er wohl zwei sehr, sehr geile Tore gemacht hat am letzten Wochenende. Müsste ich mir nochmal reinziehen. Landon Donovan, wenn man den zieht, dann wird man mit Sicherheit auch einiges an Geld dafür bekommen, denn das ist ja ein Spieler, der wird seine Karriere beenden. Demnächst. Ne? Der ist gar nicht so alt, wie ihr seht. Gerade mal 32 und der hört auf. Ist schade. Ne? Das ist ein feiner Fußballer, hat sich leider Gottes in Europa nie so wirklich durchsetzen können. Und mal gucken, was unten auf der Bank noch so rumsitzt, was man kennt. Nein, eigentlich nicht viel. Gekas. Theofanis Gekas, ehemaliger Torschützenkönig in der Bundesliga. Ich glaube sogar für Bochum, wo ich wieder eine Brücke gespannt hätte zu meinem Karrieremodus-Let's Play mit dem VfL. Also, egal wen man da kriegt, ne, man freut sich. Also, das ist eine schwarze Karte, ist auch scheißegal, ob die Kacke ist. Das mal so als Grundstatement. Jetzt, bevor wir das Päckchen aufmachen, nochmal die Frage. Wir klicken jetzt das Ding mal an mit den Spielern hier. Also so wie ich das verstanden habe, kann ich jetzt einen Spieler hier ganz von Anfang leihen. Ich weiß nicht, ob das von der Ultimate Team Edition nochmal extra ist. Neuer für 3 Spiele. Moreno, der war mal ein 5-Sterne-Skiller für 15. Mittlerweile glaube ich nur noch 2. Kann man das anklicken? Ja, nee, 3 hat er noch. 3 hat er noch übrig gelassen bekommen. Bidimo, Albornoz, James Rodriguez haben wir hier für 5 Spiele möglicherweise. Ribery für 3. Ivan Rakitic, großartig. Ex-Schalker, jetzt bei Barcelona für 8 Spiele. Remy Cabea. Ist auch ein Franzose, genau wie Ribéry. 11 Spiele, Newcastle jetzt. Letzte Saison, glaube ich, in Frankreich bei Montpellier unterwegs. Da hat er, glaube ich, auch einen Tots gehabt. Kann mich aber auch täuschen. Ja, ich meine, die sind alle irgendwo auf ihrer Art, sind die klasse. Die würden auch passen, ne? Die Jungs hier, Rakitic, Rodriguez, die würden passen für Benzema vorne. Und die Bundesliga-Jungs eben für Kagawa. Deswegen denke ich mal schon, dass das Sinn machen würde. Ne? Messi haben wir ja sowieso. Ne, wir haben Lionel Messi, ich zeige euch den mal. Das war auch Bestandteil, das wisst ihr mit Sicherheit auch. Das haben ja mit Sicherheit noch ein paar mehr von euch, diese Ultimate Team Edition geholt. Da ist Lionel Messi. Für 5 Spiele haben wir den. Das ist die 93er Karte. Mal schauen, wann wir den reintun. Ich denke mal, jetzt am Anfang wäre es Quatsch, ne, den Liga 10 hier zu verhunzen. Dann lieber für irgendwelche wichtigen, wenn Pokalspiele oder wir können ja auch Pokalspiele machen, dass man den vielleicht dann mal einsetzt. Mal schauen. So, jetzt machen wir aber das Päckchen auf. Und dann ist Feierabend, dann ist Haie angesagt heute. Für mich, wie lange haben wir denn? Ja, wenn ich auf die Uhr hinten gucke, dann muss ich mich beeilen. Ein Seltener ist drin, 12 Objekte, 10 Gold. Mal schauen, was denn das liebe FIFA 15 heute für mich dabei hat. Es kann ja nur noch Grütze sein eigentlich nach den vergangenen Päckchen, ne? Baka! Wir haben San Jose, der würde eventuell auch ganz gut passen, wenn man das Ganze auf BBVA ein bisschen umbaut. Hajrovic, Bundesliga, ne? Passt auch. Rechtes Mittelfeld. Dann könnte ich das umstellen, weil linkes Mittelfeld haben wir auch. Da haben wir den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Tottenham, der Belgier. Habe ich da echt den Namen vergessen jetzt hier? Chadli, Nasser Chadli, so heißt er. Und Baka hatte auch einen Tots letztes Jahr, der ist richtig gut. Also der passt wunderbar neben Benzema. 81 Tempo, wir haben einen 82er Schusswert und sogar einen 80er Dribbelwert. Was ist, da kann man es natürlich komplett vergessen, ne? Schwacher Fuß ist Murks und Spezialbewegung auch Murks, aber ich kann's ja noch nicht. Ich kann ja noch nicht dribbeln. Und es gilt sowieso schon mal gar nicht. Das ist alles okay, das nehmen wir natürlich alles mit zum Verein. Und weiter geht's. Also ich habe mir überlegt, kann sich natürlich jederzeit ändern. Also diese FIFA-Points wollte ich ungern machen, so zwischendurch. Ich wollte das dann wirklich als etwas Besonderes haben, wenn irgendein Team des Jahres kommt, wenn nächstes Jahr im Frühling die Team der Saisons kommen. Und so weiter und so weiter. Es kann ja auch sein, dass es sonst irgendwelche Special-Dinger mal gibt, wo ihr mich natürlich gerne darauf aufmerksam machen könnt, wo wir das dann einfach mal nutzen. Aber es soll nicht zur Regel werden. Wenn wir natürlich Münzen verdienen, können wir dafür Packs kaufen, wenn wir keine Transfergeschichten anleiern wollen. Und so weiter und so weiter. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wir haben das erste Spiel absolviert mit einem 1:1. Das ist in Ordnung. Und ja, die Road to Glory, sie läuft. Shinji Kagawa, den wollen wir Liga 1 führen.
und es geht auch schon bald weiter. Euer Baumi, macht's gut.